Juventus-Star Cristiano Ronaldo ist für seinen Ehrgeiz und seinen beinahe fanatischen Trainingseifer bekannt. Eine Anekdote seines Cousins Nuno Viveiros passt zum Bild des erfolgshungrigen Titelsammlers. Gemäß Viveiros trainierte CR7 2008 damals noch in Diensten Manchester United, unmittelbar nach der Rückkehr vom erfolgreichen Champions League-Finale bereits wieder. Erlebe die Champions League live auf der ZN. Jetzt gratis Monat sichern. Der Tuttosport erklärte er, ich lebte in Manchester 5 Jahre zusammen mit Cristiano und es war eine unvergessliche Erfahrung. Manchester United gewann 2008 die Champions League. Erinnern Sie sich an das Finale in Moskau, als es ins Elfmeterschießen ging. Terry rutscht aus und trifft den Pfosten und Van der Sar pariert Anelkas Versuch. Wissen Sie, was Cristiano gemacht hat, als wir später in der Nacht zurück nach Manchester kamen? Er ging trainieren. Cristiano Ronaldo gewann die Champions League 5-mal. Er trainierte, nachdem er ein Champion wurde. Ein Europapokalsieger im Alter von 23 Jahren. So ist er einfach, er ist ein echter Sohn Madeiras, führte Viveiros weiter aus. Im Champions League-Finale von Moskau hatte Ronaldo für Manchester United den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:0 markiert. Im Elfmeterschießen dann vergab er. United gewann trotzdem und der spätere Weltfußballer gewann seinen ersten von 5 Titeln in der Königsklasse. Mehr zu Cristiano Ronaldo und Manchester United.